Wir kämpfen uns weiter voran. Und die gute May, weil sie nur noch 6 Lebenspunkte hat, wartet im Hintergrund. Ach ja. Mal sehen. Ja, wunderbar. Dieses Video fängt gut an. Jetzt müssen wir nur noch den guten Max da... Ach nee, das sind ja gar keine Gegner mehr. Dann kann er da auch stehen bleiben. Max hat nämlich auch nicht mehr so viele, so viel Lebensenergie. Aber er kann jetzt auch geheilt werden. Praktisch. Und wir rufen die grüne Fee. Luke haut nochmal auf die Fledermaus. Oh, ein Crit. Sehr schön. Und... Tja, Gott bekommt etwas ab. Mal sehen, wie viel der Schaden macht. Ich tippe auf einen. 2 Punkte. Na gut. Aha, Mr. Nutzlos ist wieder dran. Mal gucken, ob er diesmal trifft. Und dann vielleicht daneben trifft und wieder ein Level aufsteigt. Nein, er hat getroffen. 4 Punkte. Wow, sagenhaft, Hans. Oh, vor den Rittern graut es mir, muss ich sagen. Sobald Gong dran ist, werden wir die gute Mei heilen. So. Ja, Luke ist schon Level 4. Ist damit, glaube ich, unser höchster Charakter. Wenn ich mich nicht irre. Ja, und da ist Gong auch schon dran. Und wie angekündigt, heilen wir Mei. Die Tochter von Varys, die leider jetzt keinen Vater mehr hat. So, ach nee, Max. Max, du bleibst ein bisschen hier. Versteck dich im Baum. Ja, wie ihr seht, hat sogar der Wald einen Landeffekt. Ich gehe jetzt einfach mal auf dem Weg voran. Denke mal, die Fledermäuse werden sich erst bewegen, wenn man in ihre Reichweite kommt. Wir können das ja mal ausprobieren. Weil ich natürlich nicht dahin gehen möchte und dann gleichzeitig Fledermäuse und diese Ritter gegen diese Ritter kämpfen möchte. Ich habe gerade gesehen, mit Max sollte ich vielleicht wieder ein kleines bisschen zurückgehen. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt. Ja, jetzt kommen sie. Die Fledermäuse mit dem Riesenmund und Ken ist ausgewichen. Wunderschön. Und nochmal auf Ken. Na gut. Wir können ja... Was? Ken ist eingeschlafen? Wie jetzt? Nee. Sehr schön, 9 Punkte. Ken ist eingeschlafen, ich glaube das nicht. Tja, anscheinend können diese netten Fledermäuse uns einschläfern mit ihrem Angriff. Es gibt auch
später noch andere Nebeneffekte. Vergiftung zum Beispiel. Nicht sehr angenehm. Aber das kennt man ja inzwischen schon aus vielen anderen RPGs. So, ich heile nochmal, damit ich ein paar Erfahrungspunkte bekomme. Tja, oh, Gong könnte ich selber auch mal heilen. Naja. Oh, oh. Nee, das mag ich jetzt aber nicht, dass die sich bewegen. Bleib da, bleib da. Na gut, die waren erst dran. Dann werden sie hoffentlich nicht nochmal rankommen. Wir schicken gut mal los. Hoffentlich kommt der Heiler gleich dran. Ja, perfekt. So. Und. Sehr schön. Es ist ein bisschen schade, dass man von den Heilern leider nicht mehr die MP aufladen kann, weil dadurch werden sie dann nutzlos, sobald sie ihre MP aufgebraucht haben. Mal gucken, was jetzt der gute Hans hat getroffen. 5 Schadenspunkte und Level 4. Damit genauso hoch wie der gute Luke. Ja. Ach, Ken ist aufgewacht. Sehr gut. Nee, der geht hier mal zur Verstärkung. Das ist, glaube ich, sonst ein bisschen hart. Ah, die können schon einiges ab, die. Schon wieder Hans dran. Na gut. Und komm, triff, triff, triff. Yay! 5 Punkte, immerhin. Wenn er denn mal trifft, dann macht er zuverlässig 5 Punkte. Der zieht sich zurück. Aha, aha. Und jetzt sollte er tot sein. Mal gucken. Nein. Oh, gut. Sehr schön. Und May ist Level 3. Greift an. Und trifft hoffentlich. Ja, 4 Punkte. Na, der macht fast so viel Schaden wie der gute Hans. Oh. Und wenn wir nicht aufpassen, dann können wir Luke verlieren. Oh, oh, oh. 8 Punkte in Crit. Mist. Ja, dieses Spiel ist leider nicht so einfach. So. Ja. Max kann das ab. Ah, 2 Punkte. Ach, komm. So, und Ken ist wieder aufgewacht und kann jetzt sogar diesen Ritter hier hoffentlich töten. Yay. Sehr schön. So, leider neigt sich auch dieses Video dem Ende. Und leider wieder nur Kampf gehabt. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal Werbung machen. Und zwar für eine Challenge. Oh, zu wenig MP. Dann bin ich in Sicherheit. Für eine Challenge, und zwar von Steffi, die dazu aufgerufen hat, dass wir alle gemeinsam Dragon Slayer für das NES durchspielen. Ich habe mich schon dran versucht und ich bin nicht besonders weit gekommen. Es ist ein sehr schweres Spiel. Vielleicht hat ja jemand von euch Lust mitzumachen. Den Link setze ich natürlich wie immer in die Beschreibung. So. Wir sehen noch zu, wie Tau angegriffen wird. Oh, 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 6. Na gut. Und dann greift beim nächsten Mal Max an. Und zwar die wunderschöne
Riesenfledermaus mit dem Riesenmund. Bis dann!